Ja, woran denke ich, wenn ich an 50 Jahre Basketball in Paderborn denke? Im Grunde denke ich an 36 Jahre Basketball-Bundesliga am Stück, die wir jetzt hinter uns haben. Das ist ein toller Wert, den es kaum woanders in Deutschland gibt. Und das Zweite, woran ich denke, ist natürlich unsere Nachwuchsarbeit. Wir haben viele Preise schon dafür gekriegt und sind sehr stolz auf das, was da passiert ist. Wir waren zweimal deutscher Meister im Jugendbereich, haben 12-mal an deutschen Finalturnieren teilgenommen, haben 2-mal das grüne Band des Deutschen Olympischen Sportbundes bekommen und viele, viele andere Auszeichnungen. Also das ist sicherlich das, worüber wir uns definieren, über Nachwuchsarbeit und Profibasketball in der ersten oder zweiten Bundesliga über viele Jahre. Ja, 50 Jahre Basketball in Paderborn. Fast 10 Jahre durfte ich mitmachen. Wir haben echt viele schöne Zeiten erlebt, auch ein paar Tiefpunkte. Aber überwiegend tun natürlich die schönen Momente, zum Beispiel der Aufstieg in Göttingen oder das Jahr oder die 4 Jahre erste Liga, wovon ich 2 mitspielen durfte. Das waren schon echt Highlights und ich erinnere mich da gern zurück, auch an viele Freundschaften, die hier entstanden sind mit Marius Nolte, mit Martin Duggen, Carsten Kemner. Mit denen habe ich immer noch Kontakt, zu Steve Esterkamp natürlich auch jetzt wieder. Und ja, war eine super Zeit. Ich vermisse die auch ganz ehrlich, wenn ich hier in der Halle mal bin und ein Spiel schaue. Und wäre gern mal wieder irgendwann auf dem Parkett, aber leider machen es die Knochen nicht mehr mit. Der heimliche Garant für 50 Jahre Basketball in Paderborn ist Martin Krüger, der uns damals schon trainiert hat und aber heute noch aktiv ist. Insofern zählt er für mich als einer der ganz großen Trainer hier in Deutschland, die das alles ermöglicht haben. Ja, 50 Jahre Basketball in Paderborn heißt für mich 50 Jahre Leben. Ja, Basketball hat mein Leben in einer Art und Weise geprägt, wie es wahrscheinlich nur wenigen Menschen in Paderborn gelungen ist. Gelungen insofern, als dass ich eigentlich ganz, ganz viel schon von Kindesbeinen an gelernt habe. Viel, viel mehr als im Grunde genommen in der klassischen Schule. Auch wenn ich über die Schule zum Basketball gekommen bin, alles Weitere, was sich so dann entwickelt hat, auch meine zeitweise professionelle Tätigkeit im Basketball, ja, und meine persönliche Entwicklung habe ich im Grunde genommen dem Basketball zu verdanken. Auch meine privaten Entwicklungen mit der Familie, die gesamte Verbindung. Also Basketball war und ist ein Zentrum meines Lebens immer gewesen. Der Dank gilt allen, die 1969 diese Sportart hier nach Paderborn gebracht haben. Ich durfte ja selbst 27 Jahre lang Basketball in Paderborn miterleben in unterschiedlichen Funktionen bis zum Vizepräsidenten des Deutschen Basketballbundes. Und ich kann den Baskets nur alles, alles Gute wünschen und ihnen sagen, macht weiter so und vielleicht kratzen sie auch mal an das Tor der ersten Liga. Gut, 50 Jahre Basketball in Paderborn bedeutet für mich natürlich extremst lange, habe ich für den Basketball erst aktiv gespielt und durfte dann eben auch im organisatorischen Bereich aktiv sein. Als Spieler sind mir natürlich die Aufstiegsfeier bzw. der Aufstieg in die erste Bundesliga in Erinnerung geblieben, aber wenn man da auch nochmal einen Schritt zurückguckt, ich habe auch den Aufstieg in die zweite Bundesliga mitmachen dürfen. Von daher weiß ich also auch, wie Basketball sich ein Stück weit entwickelt hat. Und ich bin froh, dass ich Teil dieser Entwicklung sein durfte. Ich bin mittlerweile nicht mehr aktiv hier beim VBC, auch nicht bei den Volleyballern, sondern ich arbeite als Volleyball-Sportdirektor für den Westdeutschen Volleyballverband. Aber als Paderborner habe ich natürlich die Szene intensiv verfolgt und genau den Wechsel erste Bundesliga Volleyball zur ersten Bundesliga Basketball mitbekommen. Eine sehr spannende Zeit und ich wünsche beiden Sportarten, dass es weitergeht, dass die Basketballer weiterhin erfolgreich sind. Ich wünsche der ersten Mannschaft in dieser Saison toi toi toi, dass sie die Playoffs schaffen und wünsche auch den Volleyballern, dass sie wieder eine Zukunft haben. Und wenn ich dann einen kleinen Zeitsprung machen würde, dann natürlich in die Saison, ich glaube es war 93, 94, das Jahr, als wir den Sprung in die erste Liga geschafft haben. Werner Rozart, der damalige Trainer, hatte ja gesagt, wir würden das 5 Spieltage vor Ende der Saison schaffen. Und es war ja tatsächlich so weit, dass wir dann
tatsächlich am 5. Spieltag vor Ende der Saison das Auswärtsspiel in Göttingen hatten, was wir ja auch gewonnen haben. Ich erinnere mich noch an die kurioseste Auszeit, die ich je in meinem Leben überhaupt mitbekommen habe. Das Spiel war eigentlich schon längst entschieden. Werner Rotzert hat dann ungefähr eine Minute vor Ende des Spiels noch eine Auszeit genommen. Ich dachte, Werner, was machst du denn da eigentlich? Es ist alles entschieden, wir kamen dann zur Auszeit. Und Werner Rotzert hatte tatsächlich ein Tablett hingestellt mit Gläsern und Sekt drin und lud uns dazu ein, vor Ende des Spiels in der Auszeit noch einen Schluck zu nehmen, was wir natürlich dann auch gemacht haben. Und dann haben wir die Geschichte noch zu Ende gebracht, haben das Spiel gewonnen. Aber das war sicherlich eine der merkwürdigsten Auszeiten, die ich je mitbekommen habe. Was mir dazu einfällt, Tradition, Zusammenhalt, auch schwierige Situationen sehr, sehr gut meistern. Mit wenig Mitteln das meiste herausholen. Ja, einfach Familie, familiäres Umfeld. Versuchen, auch in schwierigen Situationen immer eine Lösung zu finden. Und es ist immer eine Lösung gefunden worden.